Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 15 Minuten Schach. Ich bin gegen Lezaf und wir kriegen wieder einen Sizilianer. Wir sind am Ende des vierten Tages der Schachwoche. Ich hoffe, euch gefällt's. Ihr könnt mir einfach mal Feedback geben. Und ja, sie hat 1660. Springer F3 zurück ist sehr... Ja, ich will's mal paradox nennen. Weil es verliert ein Tempo. Und es tut nicht wirklich was für die Stellung. Nach Läufer D3 habe ich einfach D5. Okay, Läufer G5 ist der Gegenangriff, worauf ich immer Dame A5 spiele. Läufer F6, GF6, Dame D2. Wobei das nie immer der beste Zug ist. Ich kann auch Läufer C3 direkt spielen. Und dann... Dann Dame A5. Läufer F6, GF6. Dame D2. Dann kann ich... Er kann auch Läufer D... Nee, Läufer D2 geht nicht wegen Springer E4. Dame D2, dann kann ich Turm G8 spielen. Hat da Probleme, seinen Läufer zu entwickeln. Lange hoch H, das ist auch schlecht. Das machen wir. Okay, C3 und E4 hängt. Okay, er nimmt. Spielt wahrscheinlich Dame D2. Okay. Turm G8 sieht echt gut aus. Die Dame H6 hat er noch nicht, aber ich muss auf die Ideen aufpassen. Deswegen müsste ich vielleicht mal Turm G6 oder so einschalten. Okay, er spielt G3, hätte ich nicht gedacht. Jetzt könnte ich B6 spielen. Mit der Idee, dass wenn er dann Läufer geht, zum Beispiel ich einfach Läufer A6 spiele. Oder direkt B5 macht dann keinen Sinn. B6 mache ich mir natürlich auch das Fluchtfeld für meine Dame weg, aber... Sollte kein Problem sein. Wenn er doch Läufer D3 spielen sollte... Kann ich trotzdem Läufer A6 spielen, denke ich. Oder doch dann Läufer B7. B6 ist zwar ein Angriffsfeld für seinen A-Bauern, aber im Moment ist das noch nicht so schlimm. Okay, er spielt Läufer C4 anstatt. Das könnte ich natürlich mit Springer E5. Dame E5, dann hängt E4, muss er decken. Da wahrscheinlich mit Läufer D3 habe ich Läufer B7, F4, Dame C5. Das gefällt mir schon wieder.
Ich habe heute, glaube ich, einen guten Riecher. Ich glaube, Läufer D3 war besser. Weil sie sah gezwungen zu tauschen. Okay, ich habe Läufer B7 im nächsten. Und ich drohe auch D5. Obwohl D5, Läufer B7 Schach, Läufer D7. Nimmt, nimmt. Dann drohe ich nicht wirklich. Dann kann er wahrscheinlich einfach rochieren. Wenn die Dame auf D3 steht. Und dann habe ich H5. Dann kommt... Obwohl... Da gefällt mir mein König nicht wirklich. Vielleicht spiele ich dann doch lieber. Okay, Dame D4. Wie gesagt, Läufer B7 habe ich trotzdem. Nur die Frage, ob ich die Damen tauschen möchte. Ich kann auch Turm G5 spielen. Allerdings kann er dann einfach wegrochieren, glaube ich. Ich denke mal, Läufer B7 ist ein guter Zug. Er verbessert nur mein Zentrum, wenn er auf E5 nimmt. Das kann gut für mich sein. Und auf F3 dann. Wenn man nimmt, nimmt. F3. Ja, ich habe jetzt schon Turm C8 eigentlich. Turm C8. Na, Läufer D3 spielt, habe ich Turm C3. Der muss den Läufer ziehen. Oder nimmt er meine Dame und zieht dann den Läufer. Das heißt, ich gewinne hier jetzt einen Bauern. Und jetzt durch F3 hat er sich auch G3 geschwächt. Das heißt, mit H5, H4 habe ich immer mal Angriffspotenzial. Auch wenn die Damen getauscht sind, das ist egal. Aber mein Isolani hätte ich dann doch gerne getauscht. Oh, lange Rochade. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Er will auf Dame D4, Turm D4 spielen und auf E5. Na. Ach so, Läufer F7. König F7, Turm D7. Läufer F7, König F7, Turm D7. Das geht natürlich.
Dame D4, Turm D4. Er droht auch D7 zu nehmen. Aber wenn er mit dem Turm D4 nehmen muss. Ich König E7 spiele. Sagen wir mal, er zieht Turm. Okay, Turm D1 spiele ich Turm D8. Wenn er Läufer B5 spielt. Ah, dann bin ich ein bisschen. Bisschen passiv. Dame D4, Turm D4. Ich muss es machen, glaube ich. Ich sehe echt keinen anderen Zug. Ja gut, ich könnte zum C7 spielen. Aber reicht da was, wenn er dann Dame D6 spielt? Ah ja, dann kann ich rausnehmen und C4 nehmen. Ich glaube, ich spiele zum C7. Dame D7, Turm D7, Läufer B5 hat er nicht, weil meine Dame das deckt. Ich möchte ihn halt provozieren, einen Fehler zu machen, sowas wie F4. Und tauschen wäre einfach zu simpel und es wären einfache Züge. Und ich helfe ihm bei der Entwicklung des H1-Turms. Die Damen, die kann ich immer tauschen. Die kann er im Moment eh nicht ziehen. Er könnte aber im Moment Läufer D3. Nee, Quatsch. Oder? Doch, kann er. Ne, Läufer D3 geht nicht, weil ich dann Turm C3 habe, aber er könnte Läufer E2 spielen. Habe ich nämlich kein Turm C3 wegen Dame D7. Ich Dame D4 spielen und habe einen Bauern. Das heißt, nach Läufer E2 werde ich König E7 spielen. Dann Turm D8 und dann Turm C3. Wenn er auf E5 nimmt, hilft mir das. Das ist das Gute. Deswegen muss ich nicht tauschen. Meine Dame steht auf E5 echt gut. Ich würde hier sowas wie König B2 oder Läufer E2 spielen. Oder sogar Turm D2. Obwohl, jetzt ruhig Dame D4, ne? Dame D4, Turm D4, E5, Läufer F7, König F7 geht nicht mehr. Ja, dann würde ich einen Läufer ziehen. E2 oder B3? Ich werde eigentlich zu 90% König E7 dann spielen. Vielleicht geht sogar Läufer D5.
Obwohl, nee, geht nicht. Ich kann einfach D4 nehmen und nehme dann D5. Komm dann raus. Oder A4. Nee, dann geht Dame D4, E5. A4 mit der Idee, dass der Läufer nach B5 kommt. Okay, er spielt Läufer B3. Ja, dann werde ich jetzt König E7 spielen. Auf Läufer A4 habe ich zur Not B5. Okay, Dame C5. Dame schlägt, Turm schlägt. Läufer A4 habe ich B5. Ich glaube, sein Läufer ist jetzt aus dem Spiel auf B3. Ich glaube, ich hätte ihn lieber nach E2 gestellt an seiner Stelle. Das wäre auch lustig. Dame schlägt Turm, schlägt Turm D3, Läufer A6, Turm E3, Turm FC8, König B2. Er könnte Dame D4 zurückspielen, oder? Aber dann habe ich Turm FC8. Turm FC8. Turm HD1. Was ist mit Läufer A6 jetzt zuerst? Läufer A6, dann Dame C5, Turm C5. C4 kann er nicht spielen. Turm E3, Turm FC8. König B oder D2? Ja, B2. Und dann H5. Ich muss ihn doch spielen. Ich kann auch meinen Bauern nehmen. Nee. Nee. Nicht mit dem Bauern nehmen. Oh, er spielt C4. Ich kann natürlich D5. Nee, D5 nicht. Hängt er nicht einfach?
Turm HD1. Ach, dann hängt D3. Mal eben kurz D7 decken. Turm G5 ist, glaube ich, ein guter Zug. Ich glaube, das ist besser, den Turm darüber ins Spiel zu bringen, als über C8, weil über C8 ist er überhaupt nicht flexibel. Macht dann jetzt auf Turm A5. König B3. Guck erstmal, was er auf Turm C5 macht. Turm C5, Turm D2. Turm C4. König B3. Dann gehen die Züge aus. Ich muss ein bisschen offen machen hier. Und ein bisschen schneller spielen. F6, G6. Ist riskant, was ich mache, aber... sollte funktionieren. Turm E4. So, er spielt passiv. Passiv ist immer gut. Jetzt habe ich natürlich Turm G2 Geschichten. Jetzt kann ich den nicht decken. B1, dann B1. König B2.
Eben A5. Shit. Ah, ich muss einen Zug machen. Au. Ach, C6. Ah, das verliert, glaube ich. Turm D7. Turm D7, Turm A6, König B4, Turm F5, Turm H3, Turm F4, König B5. Turm A7, Turm H2, A6, Turm H1, König B2. Na, ich muss nur über E2 gehen. Turm A8, Turm E2, A6, Turm E7, Turm. Aber er kommt nicht hin. Er muss gleich nach D1 gehen. A6, H2, A7. Ne, muss nach A6. Ist natürlich Remis. Aber er wird es nicht annehmen. Ich zieh mit Schach durch. Ah, scheiße. Ah, ich schaff's nicht in der Zeit. Ist gewonnen, aber ich schaff's nicht in der Zeit. Schade. Dein Ernst? Dein Ernst? Komm schon. Sehr interessante Partie. Ja, Läufer G5. Vielleicht sieht ihr auch einfach. Oh. Entschuldigung.
Was war denn sonst der Zug? Dame C7. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Ketum G8 fand ich gut. Jetzt, wenn er halt Läufer G2 spielt, kommt halt Läufer A6, dann hat er ein Problem mit der Rochade. Deswegen hat er Läufer C4 gespielt, obwohl ich Läufer D3 besser fand. Obwohl, er hat hier gar nicht so große Probleme. Das Problem hier dran, also kann ich mal kurz zeigen. Auf F7. Dann hängt B7. Okay, A7 darf ich nicht nehmen. Erst Turm D1 spielen, damit ich Turm D2 habe. Selbst das. Ja, okay, sollte Remis sein, aber ich wollte ja gewinnen. Okay, Turm C7, damit ich nicht tauschen muss. Läufer B3. Das hätte hier direkt schon. Turm G5. Das mache ich nach dem einfach zurück, ne? Ja. Das ist Turm G5 ein bisschen präziser. Jetzt Läufer A6. Jetzt muss er tauschen. Ah, ist eigentlich so ähnlich wie im Spiel, ne? Gut, er hat den Bauern aufgegeben. Ja, war ein bisschen optimistisch mit. Nee, jetzt mit F5 war sehr optimistisch. F5 ist nicht gut. Ja, ich kann hier nichts mehr machen, obwohl ich einen Bauern mehr habe. Was eigentlich mit D5? Kann ich nehmen wegen C3. Hätte ich das probieren sollen. Turm E7. Ja, ich glaube, hier kriege ich Gegenspiel. Ja, D5 hätte ich spielen sollen. Okay, F5 ist nicht. Ist nicht der Burner. Ja, und jetzt war auch schon der Zeit. War nicht mehr so qualitativ gute Züge. Ist der besser? Nee, auch nicht, ne?
Ne. Ja, B5 ist einfach, verliert einfach. Wenn ihr jetzt einfach D7 nimmt, kann ich einpacken. Hatte überlegt, um H6 zu spielen, aber dann nimmt er A7, selbst hier nach. Ja, okay, vielleicht verliert's nicht. Ah, er tauscht den noch. Ich glaube, ich Turm G1 spielen. Ah, ne, geht auch nicht. Okay, einen krieg ich auf jeden Fall. Schauen wir mal, er nimmt einfach. Ja, das ist besser für Schwarz, aber soll es trotzdem Remis sein. Okay, Turm G4. Ich hätte es interessant gefunden, wenn er A6 gespielt hätte. A6? Nee, stopp. Hier A6. A6, Turm E8, A7. Und jetzt Turm. Ah, okay. König B4, H2, unser nach D1. Ah, warte mal. Ah ne, ich dachte, ich könnte irgendwie mit Turm H8 und dann irgendwie H1 umwandeln, aber geht nicht. Ich kann auch die ganze Zeit schon rausnehmen, oder nicht? Ja, dann nehme ich einfach hier. Achso, Schwarz ist dran. Ich kann auch nicht mal F5 spielen. Kann er, ah doch, ist ja mit Schach. Ah, warum analysiere ich das überhaupt? Einfach nur, um es euch zu zeigen und weil es mich interessiert. Aber er hat so gespielt. Das hat mir sogar noch eine Gewinnstellung gegeben. Ich kann hier, glaube ich, sogar den spielen. König B6 habe ich König C4, das heißt, er muss den spielen. Dahin. Ah ne, er kommt noch, okay. Habe ich doch richtig gemacht, weil er unglücklich wie er ist. Steht er im Schach. Wenn ich Dame H1 hätte, wäre gut. Habe ich aber nicht. Okay, hier muss ich rangehen. Er muss auch übrigens in die Ecke. Dann ist es eigentlich immer Remis. Ich habe eben gewonnen gesagt, ne? Ja, so war Remis. Es geht nur,
wenn der König nah genug dran ist. Ja, hier gewinne ich jetzt. Mal geht nach E2. Na gut. Hätte ich schaffen können in 2 Sekunden. Egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich freue mich auch auf Feedback. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.